3, 2, 1 und los. Die Farbschlacht ist das, was eine Holi-Party ausmacht. Stündlich wurden am Wochenende tausende von Farbbeuteln am alten Flughafen in Calden entleert. Denn zu einer Holi-Party gehört es, dass alle gleich aussehen, nämlich bunt. Doch ist so eine Farbschlacht nicht gesundheitsgefährdend? Es ist sozusagen komplett ungefährlich für Mensch, Natur und es verpufft auch nicht. Dafür haben wir verschiedene Gutachten erstellt, sonst würden wir die in Deutschland nicht benutzen. Vor allem nach den Farbwürfen war der Platz dicht vernebelt. Atemschutz und Sonnenbrillen waren da eigentlich ein Muss. Warum zieht es eigentlich so viele junge Menschen zu den Holi-Partys? Erstmal ist es so, jeder kann seinen Alltag hinter sich lassen, kann ausgelassen feiern, kann sich dreckig machen. Normal muss ja jeder sauber sein, wo er ist. Und hier kann man mit Programm sich einsauen und es macht nichts aus. Jeder ist gleich, jeder sieht gleich farbverschmiert aus und zu toller Musik. Mit ein bisschen Alkohol, also es macht halt jedem Spaß, sich ein bisschen die Sau raus. 7000 Holi-Fans feierten vom Nachmittag bis in den Abend hinein. DJs wie The Disco Boys sorgten dabei für die passende Stimmung. Wer von 22 Uhr an immer noch nicht genug hatte, konnte an einer der Aftershow-Partys teilnehmen. Im kommenden Jahr soll es übrigens wieder eine Holi-Party am alten Flughafen in Calden geben.